So Leute, da sind wir wieder in Unterjunon. Ja, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Genau, gegen dich wollte ich jetzt Karten spielen und ich kack mir jetzt schon in die Hose. Ich will ehrlich sein, aber wir kriegen das schon irgendwie irgendwann irgendwo hin. Shiva habe ich eingebaut, ne? Genau, die habe ich eben gewonnen. In der letzten Folge. Ja, komm, versuchen wir's. Ah, ich bin echt scheiße in diesem Kartenspiel. Aber bisher reicht es. Mal gucken, wie es in Zukunft wird. Flop, 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 flop. Ja, die bringt mir jetzt noch nicht so viel. Das heißt, ich kriege eine andere Dreierkarte. Nein, kriege ich nicht. Ich bin begeistert. Ich mach's einfach mal. Was soll der Geiz? Was fährt der da für eine Taktik? Von meinem Glück geht das hier wieder fett in die Hose, was ich hier versuche. Plus 3. Okay. Ausgeglichen irgendwie. Was soll's. Ich werde es bereuen. Besseres habe ich irgendwie auch nicht, ne? Na gut, ich habe das hier, aber das. Ist irgendwie alles scheiße, was ich hier habe jetzt. Ja, keine Ahnung, was muss ich ja tun? Ja. Ach ja, gut, der hat meine Karte zerstört, ne? Das Thema ist durch. Ja, es wird auch die nicht mehr verstärkt, weil. Oh Gott, ich kann das alles nicht mehr, ehrlich. Ah, ich hasse dieses Kartenspiel. Ich bin da zu blöd für. Prrr. Achso, ja, keine Ahnung, passt so irgendwie. Warte mal, dann lege ich. Ach nee, die braucht Stufe 2. Na gut, Oh, warte mal, ich habe eine gute Idee. Die wahrscheinlich in die Hose gehen wird, aber egal.
So, jetzt muss ich irgendwie die anderen Karten zurückgewinnen. Ich glaube, es wird nichts, ne? Ich kann dieses Spiel nicht mehr sehen. Also, was macht das jetzt? Ich probiere es einfach mal. So, cool, ne? Jetzt kann der noch 3000 Karten legen und naja. Fantastisch. Wobei, warte mal. Ah, doch, ich hab verloren. Ah, Mann, ey, das ist doch scheiße. Ich weiß, ich könnte mir mehr Mühe geben und könnte mir ein eigenes Deck schreiben, aber das kann ich einfach nicht. Ich bin da nicht, ich mag sowas nicht. Ich mag einfach keine Kartenspiele. Weil man da zu viel nachdenken muss. Ja, nennt mich einfach blöd, ich bin halt einfach dumm. Es ist einfach so. Es ist auch völlig okay für mich, dass ich dumm wie ein Stück Scheiße bin. Es ist okay für mich. Für mich ist es in Ordnung. Krieg wieder keine Stufe 1 Karten. Die kann ich auch nicht. Ich habe es aber noch nicht so ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Mann, das ist doch scheiße wie nach vorne. Nach vorne, versteht ihr? Ja, so zum Beispiel. Cool, ich kann nur die legen. Liebes. Ich kann das alles nicht mehr. Ach, warte mal, ist vorbei. Ich hab gewonnen, oder? Nee, hä? Achso, ich hab mich verrechnet, Entschuldigung. Achso, die kriegen ja nicht die Differenz, die kriegen ja die vollen Punkte. Ach, scheiße. Ich dachte gerade, ihr kriegt nur die Differenz irgendwie. Ach, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gerade gedacht habe. Ah! Ich hab doch eigentlich viele Level 1 Karten. Ich brauche ja auch Level 3 Karten. Mein Deck ist scheiße. Aber ich weiß nicht, was ich anders machen kann. Irgendwas, womit ich mehr vordringen kann. Hier, diese Scheiße hier. Die bringt mir nichts. Baue Level 1 Karten. Mit denen ich nach vorne komme. Hier, wie wär's denn mit der hier? Die ist auch Level 1. Hat 3 Stärke und ich komme nach vorne. Wobei damit schwäche ich, glaube ich, meine eigenen Karten, ne? Wie sieht die Stärke von der Bitte? Na egal, vielleicht kann man das dann mal am Ende benutzen. Die schmeiße ich auch mal raus. Habe bisher auch irgendwie kein Glück gebracht. Das ist eigentlich ganz geil. Vielleicht mal hier Gegner schwächen. Das nehmen wir mal. So. Nein, ich hab falsche Taste gedrückt. Ach, ich bin so dumm.
Noch so ein Viech. Funny. Er macht erstmal so. Wenn die Karte ausgespielt wird, erscheinen Diamantstaubkarten mit den Stärken 2, 4 oder 6 auf eigenen unbesetzten Feldern. Ich weiß nicht so genau, was das bedeuten soll. Achso, ich kann die nicht ausspielen, logischerweise. Sehen wir alles echt ein bisschen kotze, was ich hier mache, schon wieder. Oh nein, ist ein Grenadier, oder? Ach nee. Ah, Mann, nee. Gut, jetzt habe ich wenigstens meine realistische Chance, da was zu setzen. Wahrscheinlich wird mir das jetzt der Typ direkt denyen. Nein, wieder nicht. Nett. Gut, ist die einzige, die ich spielen kann, glaube ich. Keine Ahnung, ich gucke gar nicht mehr auf die Punkte. Ich tue einfach irgendwelche Dinge. Aber wie überraschend, was passiert. Hier habe ich eigentlich immer so ein Pech. Achso, ist ein Gegnerfeld. Ach. Ich gehe den voll auf den Sack jetzt. Mir egal. Ich hasse dich. Warum passiert mir das? Warum bin ich so scheiße in diesem Spiel? Holy shit, Alter. Das kann doch nicht angehen. Ja, was scheiße unfähig hier drin, ey. Holy shit. Kannst du dir nicht ausdenken, wirklich. Warte mal, wenn ich jetzt hier aufgehe, das bringt ja nichts. Wenn ich jetzt hier aufgehe, dann kriege ich wenigstens 13 Punkte, ne? Ah, da kriegt er 15. Kann ich jetzt noch einmal setzen? Ich glaube nicht, ne? Wird schon aus. Ne, ich kann noch mal. Ja, aber ich darf halt nicht, ne? Also ich kann halt, aber bringt halt nichts. Hab verloren. Mann, das ist so deprimierend. Das alles nicht mehr. Ja, der kriegt nochmal nach, der kriegt 15, ich krieg 13. Ja, ich sitze die ganze Folge nur an diesem Spiel, weil ich es einfach nicht kann, weil ich einfach zu blöd dafür bin. Weiß auch echt nicht, was die gute Strategien sind, so. Ich weiß es einfach nicht, ich brauche nicht zwei davon. Ich weiß es einfach nicht. Mega dumm, was ich hier mache, glaube ich, schon wieder. Ah, hier, du kannst mich mal am Arsch lecken.
Vielleicht wieder 10 von 10 dumm, was ich hier mache, aber ich tue es einfach. I don't fucking care. Auch nur Rotzkarten. Gib mir doch jetzt meine Dreierkarte, die ich da unten hinsetzen kann, du Kackspiel, ey, ehrlich. Oh. Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße, Alter? Ich krieg auch nur Kotze, wirklich. Boah, das ist doch echt nicht wahr. Das ist doch die einzige Dreierkarte, die ich hab. Kann ja wohl nicht wahr sein. Brauche mal ein paar Karten mit Stärke, ne? Ich habe auch irgendwie so wenig zahlenmäßige Stärke. Das ist halt auch irgendwie echt scheiße. Hier einfach mal so einen reinbauen oder so, der einfach mit 4 ist. Oder lieber den. Ah, lieber den. Keine Ahnung, ich habe einfach keine Ahnung. Es nervt mich. Es nervt mich, weil ich auch einfach keinen Spaß daran habe. Weil mir das leider keinen Spaß bereitet, dieses Spiel. Weiß dieser Trend zu Kartenspielen in Videospielen. Ja, meinetwegen, scheinbar stehen ja Leute voll drauf, aber ich halt leider gar nicht. Was bedeutet das? Ich will das jetzt mal wissen. Oh, ach so, aber jetzt bin ich. Ja, gut. Das Thema ist durch, leider. Das kann mir am Ende halt recht gut helfen. Mein Gott, Tasten. Ich weiß immer noch nicht, wie man klug anfängt in dem Spiel. Die übelste Scheiße hier, ey. Ja, pff, keine Ahnung. Keine Ahnung, Mann. Das bringt mir genau gar nichts, wenn ich das jetzt mache. Das ist kompletter Irrsinn. Ja, keine Ahnung. Ist halt Lost Cause bei mir. Kriegt auch in diesem Leben nicht mehr hin, dieses Spiel gescheit zu spielen. I'm very sorry for that. Ja, ein Plan, aber ich habe die Vermutung, dass es nicht aufgehen wird.
Was, ich kann die da nicht setzen, ne? Ihr wisst, was ich vorhab, ne? Bam. Der Gegner kann eh nichts mehr machen, sehe ich gerade. Setz ich den jetzt einfach schon mal präventiv? Ja. Okay, ich habe gewonnen auf jeden Fall. Ja, und jetzt wäre es am klügsten, einfach Fever zu setzen. Ach nee, Stufe 2 ist die. Ach, scheiße. Ja, cool, wenn ich das jetzt mache. Na gut, ich kann auch da einsetzen zumindest. Jetzt mich selbst sabotieren? Ach nee, hä? Das nur einmalig? Ach, keine Ahnung. Ja, okay, jetzt habe ich halt komplett haushoch gewonnen, also keine Ahnung, was hier jetzt los ist. Ich verstehe das nicht. Naja. Hey, hat ja nur die Hälfte der Folge gedauert. Das heißt, die nächste Hälfte ist das dritte Spiel. Dank dieser Karte auf dem Spiel erhöht sich die Stärke von bedienten Karten auf diesem Effekt und fällt dann um 3. Ja gut, ne? Goodness me. This makes you the one that got away. Serves me right for looking down on you just because you're young. Queen's blood is a lot like fishing, you know? Gotta be patient, wait for the right moment, then bail him in. Time it wrong, and you'll be watching your victory swim away. Just look what happened to me. Guess I had a bigger catch on my hands than I thought. I should have been more careful. What fucking ever. Okay, haben wir jetzt die letzte Map hier? Den letzten, die letzte Runde hier irgendwo? Nee, ja. Also es gibt irgendwie noch eine Ebene, die ich noch nicht, wobei oben gibt es ja doch theoretisch noch eine Ebene. Na, hier draußen ist auch nichts. Was ist das überhaupt? Die Kutsche? Ja. Ja gut, keine Ahnung. Dann spielen wir erstmal weiter, würde ich sagen, in der Hoffnung, dass dadurch jetzt noch nicht irgendwas triggert, was ich noch nicht haben will. Ich könnte eben nochmal die Foto-Ops-Mission hier schon mal mitnehmen, die hier irgendwo rum chillt. Können wir was interagieren oder war das er ja? Du erzählst mir noch denselben Blödsinn. Ah, alles klar hin. Na, Kollege Schnürschuh. Made your way out here, huh? Mind if I get a shot of you? I've got the perfect backdrop. Mhm. Schick. Oh, ist eine Belohnung für das Foto ein. I truly appreciate the challenge. As always, I'd welcome tips about other promising spots. Okay. Ja, eines Tages vielleicht. Na gut, wir gehen jetzt mal in die Herberge und ich hoffe, dass dadurch jetzt nicht irgendwas triggert und das Kapitel gleich endet oder so. Das wäre ein bisschen räudig. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Guten Tag. Na, hier war ich noch nicht. Hallo, hallo, hallo. Ich kann mir auch erstmal umschauen hier. Aha, aha, aha. Tue ich nicht, weil jetzt kommen wir wahrscheinlich gleich noch. Hi. Hello there. Room for one. Help! Somebody please! Ha! Da ist es doch. Endlich. Hm? Soll ich laufen? Anybody, please! That sword. You're some kind of fighter, aren't you? That was Priscilla. And from the sound of it, she needs a tough guy like you to lend a hand. Der Reise ist eigentlich möglich. Scheint mir ein Scam zu sein, ich sehe nämlich nichts. Spaß, komplett Kampf, ich kenne ihn noch aus dem Hauptspiel. Oh! Dich kenne ich.
that thing. Say what? Barret, focus. Get its attention. On it. Oh, hell no, Grauen aus der Tiefe. Wie gesagt, war im Original auch echt kein leichter Kampf. Von daher mal schauen, wie wir uns heute so anstellen. Beste Idee wäre es vielleicht erstmal ihn zu analysieren. Dann müsste ich da oben hinkommen. Das darf ich mit ihm hier leider nicht. Das ist schon alles sehr traurig. Ah, ist alles scheiße. Alles Mist. Mal wieder. Ah, yo, genau. Das war ja auch die Wasserkugel. Genau, das war im Original auch so. Das war nämlich immer die Scheiße. Wenn nämlich alle drei in so einer Bubble sind, dann ist vorbei. Zumindest im Original. Hier wahrscheinlich dann nicht. Keine Ahnung. Weil ich habe mich ja scheinbar auch gerade selbst befreit. Was mache ich überhaupt gerade? Red will ich. Tu etwas. Irgendwas. Ich habe mir dann echt nicht so die besten Charaktere ausgesucht. Zumindest mit Red nicht. So. Der ist aber schockanfällig. Ziele auf ihren Kopf und richte eine gewisse Menge an Schaden an, während sich diese Kreatur im Wasser befindet. Dadurch wird sie schockanfällig und erhebt sich in die Luft. Die von ihr erschaffenen Wasserkugeln lassen sich die Angriffe zerstören. Ja, habe ich schon gemerkt. Oh, nochmal und schade. Hätte klappen können. Ich weiß nicht genau, wann und wie das passiert ist, aber egal. Schwanzflosse zerstört. Okay, Barret macht jetzt mal schön hier maximale Wut in seine Fresse. Ah, und ich klopp einfach auf, ne? Sehr schön. Einfach mal, damit ich es auch mal wieder benutze. Nur mal schnell. Ah! Ich bin durch das Bild geflogen. Uh-oh. Aber ganz cool eigentlich, dass er mit der Katze in Yuffie war. Das hat mich nämlich sowieso noch gefragt, wie jetzt tatsächlich Yuffie hier, ja, quasi dazukommt im Original, ne? Sie war ja ein optionaler Charakter und ja, ungefähr jetzt war auch so die Möglichkeit, sie das erste Mal quasi zu rekrutieren. Man kann sie ja theoretisch die ganze Zeit holen. Aber im Original hat sie einem ja die Materia geklaut. Kleiner Spoiler, mal gucken, ob das hier auch passieren wird. Ich muss einfach nur Damage drücken, ne? War so die Sache. Oh, ja, komm, warum nicht? Weil Ifrit ist eigentlich dumm. Na egal. Geht's übrigens allen nicht besonders gut, fällt mir gerade mal so auf. Das ist schlecht. Das ist schlecht, das ist kacke, das ist richtiger Mist. Mir gefällt das hier alles wirklich gar nicht. Boah, ich brauche echt mal wiederbeleben und oder irgendwie Heilung auf alle. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Macht wirklich keinen Spaß mehr. Ja, ist useless. Kann ich einfach vorne anfangen, den Kampf, glaube ich. Hehe, das ist lustig, wie ich nochmal kurz stand.
Kommandos für die Reserve. Steckt ein aktiv kämpfendes Grundmitglied in der Klemme, kann es gemeinsam mit einem Mitglied aus der Reserve eine bereits erlernte Synchronfertigkeit einsetzen. Die ist nur einmal pro Kampf erlaubt. Öffnet mit dem Kommandomenü wähle mit Dreieck aus der Reserve Kommandos die gewünschte Synchronfertigkeit. Okay. Ich bin immobilisiert. Cool! Ach, cool. Ja, cool. Irgendwas mit Heilung wäre nett. Das ist kampfunfähig. Finde ich auch jede Sekunde. Meine Fresse, Mann, ey. Krieg hier aber auch auf die Fresse einfach nur noch. Macht keinen Spaß mehr. Maul halten. Hallo, ich will ins Menü. Ich will. Danke. Das macht keinen Spaß. Das macht leider keinen Spaß, wenn man halt einfach keine Fähigkeiten hat, so. Das kotzt ein bisschen an. So, ich hätte eigentlich immer noch mal wechseln können, ne? Ich, dummes Stück Scheiße. Irgendwie Tifa oder so. Oder Aerith. Ach ja, mach ich auch. Red ist fucking useless, leider. Habe ich das Gefühl. Also leider auch generell. Das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Ich hätte gerne. Oh, ich bin so verwirrt von dieser. Wie man hier. Runde wieder wechseln. Nein! So. Ja, machen wir es so. So. Ja, genau. Brrr. Ich habe auch wirklich nicht irgendwie irgendwas Cooles, ne? Automagie. Mach jetzt einfach mit Automagie. Kann das auch leveln eigentlich? Ja, kann es sogar. Cool. Halt einfach aufkloppen, so, ne? Das ist erstmal das Geheimnis. I believe. Und was bedeutet nochmal, ich kann es in der Luft einsetzen? Das da, ne? Nee. Doch, glaub schon. Wams! Hoho. Schon geil. Das ist schade. Okay, Schockschuss. Oh, ich habe ihn sogar fast geschockt. Direkt. Na gut, den Rest kriege ich jetzt auch so hin. Ja. Sehr schön. Ja, genau. Und Aerith ist wahrscheinlich auch eher so Essig gerade, aber okay. Egal, komm einfach mal, damit ihre Leiste auch mal da ist. Oh, guck mal, Hälfte weg, ne? Gar nicht so schlecht eigentlich. Barret will ich, mein Gott. Kann man nicht so ideal gerade? Ja, die Phase habe ich wirklich auch immer noch nicht so ganz verstanden. Aber hier war ich eben schon fett am Struggeln. Ich habe basically kein Damage bekommen. Ah ja. Keep your eyes. Hat er off the water oder on the water gesagt? Kann er schon beschwören, ja. Was habe ich denn? Was haben denn die anderen so? Titan ist. Okay, Chocobo Mokri. Achso, und ich habe Ifrit, ne? Das ist eigentlich Chocobo und Mokri, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, es hat ja keinen Elementarangriff, ne? Blitzmaterie habe ich, glaube ich, noch nicht.
Das ist einfach nur dummes Raufkloppen. Ich mag dummes Raufkloppen. Hier, Baron, mach mal, weiß ich nicht. Schockpotenzial groß. Hm, gefällt mir. Der Turbo macht nichts. Autsch. Oh, ne, ich schieße eine Wasserkugel ab, ja, okay. I guess. Wams! Oh, ja, okay, okay, sehr geil, sehr geil. Das ist scheiße. Aber mein fetter Schockschuss. Hatte Aeris eigentlich irgendwas? Achso, sie ist gerade. Ja, ja. Oh, da hat einfach gereicht. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Nein. Einfach auf ihn gehen erstmal, ist egal. Okay. Alles gut soweit. Dann retten wir sie mal hier. Alter, warum war das so viel? Hilfe. Dann halt so. Autsch. Ich mag's, wie der Chocobo hier einfach im Schlachtfeld steht. La 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 la. Ich kack mir ins Höschen. Na, geht eigentlich. So, jetzt machen wir ein bisschen was, Chocobo. Naja, ist okay. Bisschen Damage besser als kein Damage, ne? Oh Gott, ich glaube, ich werde. Ah, ich wurde nicht geblockt. Sehr schön. Wumms. Ja, guck mal, sie hat Automagie gerade benutzt. Das hat sie wahrscheinlich schon öfter gemacht. Ich habe es nicht mitbekommen, deswegen haben wir alle, geht uns allen so gut. Automagie ist tatsächlich doch schon ganz hilfreich eigentlich. Natürlich auch immer ein bisschen MP-Verbrauch, ne? Wenn man nicht selbst die Kontrolle drüber hat. Aber naja. Moin Tifa. Du machst auch Dinge. Fällt mir ein, ich kann eigentlich nochmal. Kugelkeule. Wie kann ich mit Aerith machen? Na egal. Erstmal stirbst du jetzt. Wenn ich die treffen würde. Das ist jetzt ärgerlich gewesen. Wäre schon cool, wenn Cloud nicht sterben würde. Wo ist er? Da. Naja, ne? Gut. Dann mal Feierabend. Zack, zack. Bombs. Let's check on that girl. Come on. I don't think she's breathing. Hey, we need help over here. Sehr interessant, wie sie das gemacht haben. Weil damals gab es auch ein Mädchen, was hier halt angegriffen wurde und dann keine Luft mehr bekommen hat. Und dann gab es gleich ein Wiederbelebungs-Minispiel. Gucken, ob es jetzt auch geben wird. Aber damals war es halt logischerweise nicht. Wie, ich komme nicht weiter. Aber damals war es halt logischerweise nicht. Sie muss da einschwimmen. Ach. Damals war es halt logischerweise nicht, Yuffie. Interessant.
Yeah. Wie lange das dauert? Ich häng schon da im Sand drin. Don't just stand there, help me. You're on chest compressions. Got it. Now, start. Na, Glück gehabt, ne? You picked the wrong girl, creep. What? Those guys there are from the Splinter Cell. Splinter Cell? They used to be with Avalanche, but left after a policy dispute. Easy. They're guests of mine. And this one was trying to save your life. He was? Ugh, nice going, Yuffie. Call the guy a creep, why don't ya? You big moron! Okay, Yuffie. Let's get you inside. You've had a rough day. Yeah. All right. Thank you very much. You're welcome! Not to be that guy, but kids these days, I swear. Now, now. Who's that? Another one of my guests. I seem to get a lot of them when the world's on fire. Okay! Eigentlich eine ganz coole Idee, so Yuffie einzubauen, finde ich tatsächlich. Weil, naja, es war ja von Anfang an klar, dass es diesmal nicht optional bleiben wird. War das nicht damals sogar Priscilla, die dann auch ohnmächtig war? Ich glaube, die hieß sogar auch Priscilla damals. Irgendwas dämmert mir da. Naja, aber ja, es war ja von Anfang an klar, dass sie nicht mehr optional sein wird, sondern fest in die Story integriert sein wird. Gerade auch nach dem Remake, ne? Übrigens gerade, ne? Sie hat sich erinnert an das Remake-DLC. Dadurch kennt sie, hat sie jetzt überhaupt erst erkannt, weil, naja, man ist da ja einmal kurz auch, ne, an der Stelle unterwegs. Also von daher, Opfer, wer nicht DLC kennt. Ja. Wie sieht denn das jetzt aus hier überhaupt? Auf der Karte meine ich vor allem. Yuffies Zustand. Ist das wieder die Herberge? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen wir das jetzt nicht mehr. Warte mal, kann ich doch das einfach auf dem Marktplatz. Ja, dann gehe ich da mal lieber nicht hoch, hä? Ach Gott, wie hab ich ja Fett aufs Maul bekommen. Ich würde trotzdem jetzt einmal gerne wieder die Charaktere wechseln. Einfach aus dem Grund. Na gut, Spoiler, eventueller. Bald wird halt Yuffie in unserem Team sein. Nichtsdestotrotz will ich jetzt auf jeden Fall wieder Red einbauen. Damit ich seine Waffe fertig machen kann. Endlich mal, mein Gott. Genau, dann noch einmal hier hin. Materia-Zuteilung. Oh, hier ist mal das Gleiche. Ja, dann kann das hier drin bleiben, meinetwegen. Die kriegen aber... Moment. Was ich mich gerade frage, die kriegen aber keine FP, wenn, wenn die nicht im Team sind, oder? Weil die kämpfen ja quasi mit... Wenn das jetzt aussieht, dass sie theoretisch auch FP bekommen, dann... Da wäre natürlich wild. Das muss ich mal überprüfen. Ich lasse es mal drin und guck mal, wie viel nach dem nächsten Kampf drin ist, wenn ich dran denke. Ich werde nicht dran denken, ich kenne mich. Aber ja, man kann ja noch Hoffnung haben, ne? Ah, guck mal, jetzt einiges bald fällt... Alter, Toxin sogar... Ach nee. Ich dachte, das wäre auf Level 3 fast, ne. Aber der TP-Boost ist fast stärker. Stehen ist schon... Kann ich stehen eigentlich mal rausmachen, das benutze ich eh nicht. Ist denn irgendwas anderes Schickes? Was man stattdessen vielleicht leveln will? Gebiet. Zähler TP-Booster. Feintechnik. Sogar schon Stufe 3. Gewitter. Ja, Gewitter, Glut, Frost. Wir haben alle schon auf Level 2. Okay, das ist auf jeden Fall geil. Gut, Toxin nicht, aber Toxin ist eh nicht so wichtig. Aber halt fast, also.
Magina. Wir haben sogar bald wie Viagra. Nee, Regina haben wir erstmal. Scheiße. Regina ist fucking useless. Na gut, ja, Red 13. Wir hatten immer noch so wenig, ne? Ich habe das echt häufig schon eingesetzt, sich hier klauen. Es dürfte auch eigentlich gespeichert bleiben, den einen Einsatz, den ich eben in dem Kampf hatte. Eigentlich bleibt sowas gespeichert. Wenn mein Kampf neu startet. In dem Sinne, hi uns mal. Mit dem Bild hier nicht so permanent nervig rot ist, vor allem. Ja, das war nicht geplant. Ich wollte mich heilen. Ja, wahrscheinlich gibt es da oben gleich sowieso irgendeine Bank nochmal, aber ja, damit es ein bisschen schicker aussieht hier. Okay, Leute, ja. Danke fürs Zusehen, danke fürs dabei sein. Beim nächsten Mal, ja, nehmen wir da wahrscheinlich Juwel in unserem Team auf. Cool, 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 ich freue mich. Ja, bis dahin, ne? Und ich hoffe, dass ich dann, ja, also ich hoffe, dass ich dann erstmal das letzte Kartenspiel irgendwo finde und vor allem, dass ich dann vielleicht irgendwie nochmal, ja, raus kann in die Stadt, nicht, also raus aus der Stadt, aber ich denke mal, das wird funktionieren. Ja, bevor es dann weitergeht, ne? Ja. Vielleicht machen wir das dann einfach so weit, wie sie haben. Einfach so. Ich kann mich ja theoretisch auch hier über hinporten, oder? Wobei jetzt gerade ist wahrscheinlich noch... Ne, ist nicht deaktiviert. Naja. Gut, ne? Jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Mal. Reicht jetzt. Tschö.